Genau, HiFi-Boxen kann man zwar machen, die haben da aber auch so ein paar Eigenheiten, und HiFi-Boxen kann man damit tatsächlich relativ schnell totspielen. Die gehen dann einfach kaputt, weil man zum Teil da eben Frequenzen erzeugt, die die Boxen einfach zerschießen können. Kopfhörer geht, also wenn man ein bisschen bessere Kopfhörer kauft, dann kann man tatsächlich darauf mischen. Da gibt es zum Beispiel von Beyerdynamics die DT990. Da habe ich mir jetzt neulich so einen mal einen Satz zugelegt, und die gehen tatsächlich richtig gut zum Mischen. Oder eben dann die beste Ausbaustufe, sogenannte Nahfeldmonitore. Die sind halt darauf ausgerichtet, dass du relativ dicht dran sitzt. Und das ist dann eigentlich so das, was man eigentlich haben möchte. Es ist aber dann nicht immer Nachbarn kompatibel, weil es halt dann doch laut wird. Genau, die DAWs. Ich glaube, Reaper sieht man hier öfter, dann meistens allerdings mit Ultraschall. Bisschen umgebaut. Allerdings, so das nackte Reaper ist tatsächlich eine ziemlich coole DAW und ziemlich mächtig. Also das heißt, mit dem Ding kann ich out of the box schon relativ gut und relativ viel machen. Kostet $60, ist, finde ich, für das Gebotene auf jeden Fall okay. Arduino ist Open Source und frei, wenn mich nicht alles täuscht. Der Arnim möchte was sagen, wenn er das Mikrofon findet. Hast du es geunmutet? Ja, Ardour ist an sich Open Source, allerdings für Compilat für Mac und Windows möchte der Ersteller halt gern eine Spende haben. Wie viel ist das ungefähr, oder ist das einfach pay what you can? Eigentlich pay what you can, also man kann sich auch regelmäßig die frische Compilat so von der Seite ziehen, wenn man sich's nicht leisten kann. Ja, ist. Aber wenn man regelmäßige Updates will, dann bittet er doch schon um eine sehr Ja, günstige okay, Spende. ja, cool. Ist auf jeden Fall ein Projekt, das man unterstützen sollte, wenn man kann. Genau, und dann ist Cakewalk noch, das ist mittlerweile auch kostenlos. Das hieß früher mal Sonar. Die Firma ist pleite gegangen, wurde aufgekauft, und die Firma, die das gekauft hat, die packt das halt jetzt kostenlos ins Internet. Es gibt dann noch von vielen größeren Paketen, gibt es dann halt noch so die Lite-Version, Cubase ALE, Pro Tools First und so ein bisschen Kram. Die sind meistens aber dann an irgendwelche Hardware gekoppelt. Das heißt, man muss sich dann zum Beispiel, oder man kauft sich halt ein Audio-Interface, und dann ist halt eine gewisse Software dazu. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Presonus kauft, ist dann eben das Studio One von Presonus dabei. Cakewalk ist Windows und Mac, glaube ich. Genau. Plugins, was gibt's? Angefangen von Synthesizern oder generell so Klanggeneratoren, die halt irgendwelche Töne erstmal erzeugen. Kompressoren. Also es ist Dynamikbearbeitung, das heißt, ich kann eben zu laute Geräusche kann ich leiser machen. Und dann gibt es halt Equalizer, das heißt, wo ich den Klang so bearbeite, dass ich bestimmte Frequenzen verstärke oder abschwäche. Je nachdem, Hall und Delays. Delay ist halt das typische Echo, also so Echo. Und ein Hall ist halt, als wenn ich in einer großen Halle stehe. Sounddatenbänke gibt es auch kostenlose, relativ viele. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel damit anfangen, ein Orchester zu simulieren. Das heißt, die Spuren wurden irgendwann mal von Menschen eingespielt, und das gibt es dann halt so zusammengefasst in so Datenbänken. Gitarren-Amps und Impulse-Loader arbeiten so. Damit simuliere ich eigentlich eine Gitarrenbox oder generell eine Box. Und ja, Gitarren-Amp ist halt das Ding, was Krach macht. Und wirklich echt noch viel, 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 viel mehr, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich habe ein paar Links mal gesammelt, wo man solche Plugins herbekommt. Das erste VST for Free ist ein bisschen angestaubt. Teilweise sind die Links halt einfach schon tot, weil es die Leute nicht mehr gibt, die die freien Plugins mal gemacht haben. Aber es findet sich doch relativ viel und auch relativ gute Plugins da. Länder ist ein Blog, die bringen ab und zu mal einfach solche Blogposts wie die 10 geilsten kostenlosen Synthesizer oder halt je nachdem, was man dann eben da gerade sucht.
Oder eben Bedroom Producers ist auch so ein Blog. Das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Ressource, wo man mal nachgucken kann, wenn man da gerade auf der Suche oder halt einfach googeln oder die Suchmaschine des geringsten Misstrauens eingeben, ich suche jetzt einen Equalizer, VST-Plugin for free oder free oder sowas, und dann wird man da eigentlich relativ schnell fündig, wobei man meistens dann auf den oberen 3 Seiten landet. Genau. Damit das hier alles nicht zu knochentrocken wird, werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen das Intro von Was ein Krach, das ihr natürlich alle kennt. Also ich weiß zumindest einen, der es kennt. Du kennst, ja. Genau, das ist halt ein nacktes Reaper, also wenn man da keinen Ultraschall drauf hat, dann sieht das so aus. Und habe halt hier jetzt eben verschiedene Kanäle. Das ganze grüne Zeug hier, das ist Schlagzeug, beziehungsweise hier vorne die Bassdrum noch. Sieht man das einigermaßen? Genau, und Gitarrenspuren, Bassspuren und ja, das ist dann so ein kleines Intro. Weswegen ich vorhin gesagt habe, dass das mit dem Dual-Core schon eng werden könnte. Also bei dem Arrangement bin ich da tatsächlich mit meinem kleinen MacBook mit dem Dual-Core schon ziemlich an die Grenzen gestoßen. Das heißt, wenn ich da jetzt noch irgendwo einen Effekt mehr reinmache, dann fängt es an massiv zu knacken und zu ruckeln. Und dann können wir das ja einfach mal kurz anmachen. Mal gucken, ob da jetzt was rein ist. Wow. Jo. Jo, genug Krach. Das Ganze ist, sag ich mal, bis auf das eben Audio-Interface, was ich da für das Schlagzeug benutzt habe, tatsächlich eigentlich alles ziemlich günstig zu erhalten. Also eben zum Beispiel ein Audio-Interface mit so 2 Eingängen bekommt man schon so um die 100 Euro rum. Es sind ziemlich viele Plugins, die halt in dem Fall zufälligerweise eigentlich alle irgendwie frei, kostenlos im Internet erhältlich sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ein Ding aufmache, haben wir hier zum Beispiel einen Equalizer für die Bassdrum. Und dieses Nova-Plugin ist zum Beispiel kostenlos. Es ist nicht frei, also das heißt, den Source-Code bekommt man da nicht mit. Flux macht, ja, wenn ich jetzt sage, ein Transient-Designer, dann werde ich ziemlich viele fragende Blicke bekommen. Damit bekomme ich zum Beispiel einen Bassdrum, den Anschlag von Bassdrum einfach sehr viel knackiger. Auch eben, wie gesagt, ein freies Plugin, das hat man schon. Und zum Beispiel eben Klanghelm, die machen auch freie Plugins. Und das ist in dem Fall halt zum Beispiel ein Kompressor. Also das heißt, wenn ich das jetzt nochmal abfahre, du kannst immer ein bisschen noch runterziehen. Das gucken. Der gerade gar nichts macht. So macht der nichts. Ah, da ist es. Genau, man merkt schon, der Rechner ist davon jetzt schon so ein bisschen überfordert. Ich bin gerade geistig ein bisschen überfordert, weil ich irgendwie die letzten paar Tage ziemlich hart am Arbeiten gewesen bin. Machen wir es doch einfach anders. Gibt es denn Fragen? Leere Blicke. Mikro? Eine Frage hätte ich. Wie ist die AW, die du da verwendest? Das war das Reaper, ne? Das war Reaper, genau. Reaper. Und kann man das so umschalten mit dem ganzen Krempel von für Podcasten obendrauf und dann wieder normal, oder ist das irgendwie kompliziert? Das ist tatsächlich gar nicht weiter kompliziert, habe ich mir neulich mal beibringen lassen. Und zwar kann man sich das einfach mehrfach installieren. Und dann kann man auf die eine Installation eben Ultraschall draufpacken, kann damit seinen Podcast-Kram machen und eben mit der anderen
Einstellung dann eben entsprechend Musik machen. Da kann ich noch was dazu sagen, weil ich bin ja vom Ultraschall-Team. Stimmt. Yep. Man kann es versuchen, aber es kann unter Umständen dann sein, dass irgendwelche Fehlermeldungen dann auftauchen. Also im Zweifelsfall, also wir arbeiten dran, dass sowas in Zukunft möglich ist, aber noch hakt es an manchen Stellen. Ja, ich benutze halt Ultraschall auch nicht, weil ich halt einfach einen riesen Spaß dran habe, mit dem Programm darum zu spielen. Mehr Fragen? Später muss. Oh Gott, 20 Minuten gerade mal. Entschuldigung, ich bin echt platt. Gut, ich weiß nicht, soll ich vielleicht noch einen Reaper irgendwas zeigen? Hat jemand irgendein spezielles Interesse? Also mich würde vor allem interessieren, wie du so ein Musikstück aufbaust. Also wie gehst du da vor? Mit was fängst du an? Erstmal Schlagzeug oder was? Und so, dass man das vielleicht mal so ein bisschen verfolgen könnte, wie entsteht sowas? Genau. Ich fange in der Regel mit dem Schlagzeug an. Also kommt drauf an, welche Musikrichtung tatsächlich. Also bei so einer Metal-Nummer fange ich mit dem Schlagzeug an. Das heißt, ich setze mich mit dem Schlagzeug hin. Meistens spiele ich nebenher noch quasi einen Pilot-Track für den Schlagzeuger, dass der irgendwas hat, wo er halt dazu spielen kann. Und dann wird das Ganze erstmal eingetrommelt. In der Regel mache ich dann weiter, dass ich die Gitarre aufnehme. Das heißt, habe ich hier einen ich mache halt meistens ein sogenanntes Quad-Tracking oder beziehungsweise Dual-Tracking. Das heißt, ich spiele jede Gitarrenspur doppelt ein, weil das einfach den Sound sehr viel dicker, sehr viel fetter macht. Genau, dann mache ich meistens einen Bass. Wenn noch Solis oder solche Geschichten sind, das und eigentlich immer zuletzt dann den Gesang. Und das Ganze war halt im Endeffekt eigentlich im Großen und Ganzen in einer Session aufgenommen. Das ist ja jetzt nicht wirklich ein langes Stück. Mit dem Schlagzeug hingesetzt, das mal, hey, spiel das mal, und dann eben den ganzen Rest dann alleine gemacht. Ansonsten vom Schreiben her ist es jetzt, ja, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr kurzes Stück, das heißt, da ist halt auch die künstlerische Schreibleistung jetzt nicht so wild. Was ich vielleicht noch erklären könnte, habe ich fix. Was könnte ich da mal noch auseinandernehmen? Genau, was ich halt noch habe oder mit was ich arbeite, das ist so die letzte Gruppe von Kanälen. Das sind dann sogenannte Mixbusse. Das heißt, was ich mache, ist, ich pegel Sachen dann prinzipiell erstmal gleich ein. Das heißt, in dem Fall auf minus 6 dB. Das ist eigentlich immer so eine ganz gute Wahl. Und wenn ich die Grundeinstellung habe, fange ich dann halt erst das Mischen an, also dass ich die Instrumente gegeneinander abstimme. Und das mache ich halt über sogenannte Mixbusse. Das heißt, zum Beispiel die ganzen Spuren vom Schlagzeug, die gehen halt dann in einen so einen Mixbus, und da kann ich dann eben die Sachen sehr, sehr viel einfacher, lauter und leiser machen. Du siehst aus, als hättest du eine Frage. Das heißt aber, du spielst grundsätzlich alles selber ein oder hast Leute, die dir einfach mal helfen, spontan Stücke zu kreieren? Das heißt, du komponierst den Kram selber und hast einfach Leute an der Hand. Was genau machen jetzt Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Musikstudio im Keller haben oder gleich eine Band irgendwie so nebenan? Also Samples irgendwo nehmen oder? Ja, da gibt's mittlerweile auch ziemlich cooles Zeug, zum Beispiel den sogenannten Easy Drummer. Der ist einfacher, weil er nicht säuft. Also es ist halt, im Endeffekt sind das auch Samples, die von echten Menschen eingespielt worden sind, und die kann ich dann eben über MIDI ansteuern. Das heißt, ich habe dann eben eine Spur, da ist eine Bassdrum, und kann dann da eben meine Schläge setzen, und das geht halt auch. Oder ich mache das Ganze dann eben diese elektronische Musik, da ist E-Sampling. Und auch da gibt es eben im Internet relativ viele große Datenbänke, wo man sich solche Samples runterladen kann. Auch genau dazu, gibt's denn, also außerhalb von Drums, irgendwelche Software-Instrumente, also MIDI oder sonst was, die ich halt ansteuern kann, die sich gut anhören? Weil das hört sich für mich immer alles sehr künstlich an, wenn man das quasi am Computer dann irgendwie selber mit einer künstlichen Klaviatur oder so einspielt. Oder, oder gibt's da irgendwas, wo du sagst, das hört sich fast an wie
als hätte das ein, hätte ich das aufgenommen von einem Musiker. Schlagzeuger zum Beispiel. Da ist meistens so, viele, die mit solchen zum Beispiel solchen Drum-Simulationen anfangen, die neigen dazu, zu viel zu machen. Das heißt, im Endeffekt, um das spielen zu können, müsste der Drummer dann zum Beispiel 8 Arme haben. Also das ist dann eher so, wie ich die Software bediene und was ich da dann quasi als Steuersignale da reinschicke. Es gibt ziemlich viele gute Bass-Simulationen zum Beispiel. Ich spare mir jetzt die Bassistenwitze. Und zum Beispiel... Ach, soll ich? Vielen hat sie. Ich sag nur, ne, meine hat 4. Genau. Oder aber, also, ich habe ja gesagt, zum Beispiel habe ich hier nirgends irgendwelche echten Gitarrenverstärker genommen. Also, sprich, das sind halt jetzt auch solche Plugins, die das eben ziemlich gut mittlerweile simulieren. Wobei man da dann teilweise auch an den Punkt kommt, wo es dann nicht mehr on the budget ist. Also das heißt, wo ich dann halt auch für solche Plugins eben richtig viel Kohle auspacken kann. Also zum Beispiel der ganze Kram von Pulin, der ist zum Beispiel frei, also nicht frei, kostenlos. Da muss ich mich immer ein bisschen dran gewöhnen. Was habe ich hier noch drin? Das sind auch LePoo-Plugins. Habe ich den Ignite noch irgendwo? Genau, die simulieren halt bestimmte Verstärkertypen einfach. Ich suche gerade noch einen anderen, der eigentlich so ziemlich mein Favorite ist, der auch kostenlos ist, wobei die sich mittlerweile mit irgendeiner Putze zusammengetan haben, den habe ich jetzt nicht drin, wo man halt zumindest einen Account braucht und die eigentlich auch Plugins verkaufen. Dann kriegt man halt ständig irgendwelche blöden Mails so von wegen so, hey, willst du nicht mal das kaufen? Nein, ich wollte mir eigentlich nur das Plugin runterladen. Genau, und eben die Impulse Responses, das heißt, da lade ich dann eben so Boxensimulationen rein, die jetzt gerade hier nicht mehr drin sind, deswegen klang das auch ein bisschen scheppernd, weil ich die auf der anderen Festplatte habe. Da hatte ich jetzt nicht mehr dran gedacht, die noch rüberzuziehen. Ansonsten, ja, ich kann ja einfach mal was Neues machen, dann kann ich das einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Das wird zwar jetzt ein bisschen frickelig, aber dann können wir ja mal, ups. Hallo? Könntest du das bitte nicht machen? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ah, so ist es viel schöner. Oh Gott, ist das klein. Genau, dann gibt es sowas zum Beispiel wie Podolsky. Und jetzt habe ich natürlich blöderweise kein MIDI-Keyboard hier. Aber New MIDI-Item. Genau. Und damit kann ich dann jetzt hier eben einfach mal einen Ton. Und das ist zum Beispiel so ein Plugin, was halt eben auch kostenlos ist und was tatsächlich mit ziemlich vielen Presets kommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es klingt. Okay. Was ist Christmas 2012? Genau, also ich kann die Presets dann benutzen oder ich sag dann eben, okay, ich möchte das aber an manchen Stellen halt einfach anders haben. Das heißt, ich kann mir das dann eben hier irgendwo einstellen. Und damit kann man dann eben auch so elektronischen Kram machen. Mehr Fragen? Gib dem Mann ein Mikro. Hinter dir. Gerade nochmal zu den Software-Instrumenten. Es gibt ziemlich geile Software-Instrumente von Native Instruments. Also gerade aus so einem klassischen Bereich, ob das Strings sind, ob das Klaviere sind oder so. Ja. Die kosten ein bisschen was. Die machen zum Beispiel auch so ein
Trailer-Instrument, sage ich mal. Das nennt sich Damage. Das liegt dann auch gleich mal bei 300 Euro. Der Vorteil ist aber, dass sie meist einmal im Jahr irgendwie so 50% off machen und dann wird das Ganze schon erschwinglich. Und gerade die Orchesterinstrumente sind wirklich so, dass man nicht raushört, dass es ein Computer ist. Das ist einfach ein Plugin, also du kaufst das Plugin, das ist jetzt wie zum Beispiel hier Podolsky, und kannst es in jedem DAW benutzen, kannst alles ja. Mögliche einstellen, du kannst über das USB-Keyboard kannst du nicht nur die Note anspielen, sondern du kannst ihm, indem du eine andere Taste vorher drückst, zum Beispiel auch sagen, wie er es anspielen soll. Das heißt, er soll jetzt zum Beispiel die Geige nur zupfen oder er soll das langsam anspielen, dass es also, langsam ansteigt, langsam ausklingt. Auch für Akustikgitarren und teilweise auch für E-Gitarren habe ich schon wirklich schönes Zeugs gesehen, ja. Wo du es wirklich nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist aber generell das mit diesen Rabattaktionen, das ist tatsächlich auch ein relativ guter Tipp, weil ich weiß zum Beispiel bei Waves, Wave Audio, das ist auch ein ziemlich schon renommierter Plugin-Hersteller und die haben halt auch mehrfach im Jahr halt irgendwo Sales, wo man die Sachen dann doch relativ günstig kaufen kann, wo normalerweise so ein Packen, weiß ich nicht, mal 300 Euro kostet und die ja. Bekommt man dann teilweise halt für die Hälfte und das... Und noch eine Anmerkung zu den Software-Schlagzeugen, sowohl der Easy Drummer, es gibt dann noch den MT Drummer, glaube ich, heißt der. Da sind auch ganz viele Beats schon mit drinne. Das heißt, ich muss gar nicht erst anfangen, das Schlagzeug erstmal selber einzuspielen, sondern kann mir das schon mal so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ziehe also quasi den Teil in meine MIDI-Linie rein und kann dann aber die einzelnen Noten nachher auch noch verändern. Das heißt, wer jetzt sagt so, oh, ich fange mal gerade mit Gitarre an, der kann sich halt so ein Drumkit holen und lässt den Computer die Arbeit machen. Ne? Ja. Leute, ich bin fertig. Also, wenn niemand mehr Fragen hat. Ansonsten, danke. Ansonsten, wenn euch noch was einfällt, also ich bin noch die ganze Zeit hier, quatsch mich einfach an. Ich rede ganz gerne über Audiokram. Danke.